und herzlich willkommen hier in Ingolstadt. Ich wollte heute die Chance nutzen und euch eins meiner persönlichen Highlights für das Jahr 2015 vorstellen. Aus der neuen 2015er Highbike-Serie, das neue High Xduro Full 7 RX. Ich finde das Rad einfach genial, weil es vom Hersteller aus alles drauf hat, was ich so benötige. Fangen wir einfach mal an. Wir haben hier ein Fahrrad mit einem wirklich effektiven Fahrwerk, trotz des Motors. Das ist ja eine Sache, die oftmals außen vor gelassen wird, Motor schön und gut. Aber hier haben wir eben die perfekte Kombination aus 120 mm Federweg, vorne und hinten, in Kombination mit dem allseits hervorragend bekannten Bosch Performance Motor. Ja? Wir haben bestimmte Besonderheiten an dem Fahrrad, die sich aus der breiten Masse hervorheben. Und die möchte ich euch jetzt einfach mal kurz vorstellen. Was mir persönlich super gut gefällt, ist erstmal die gesamte Linienführung vom Rahmen, das Design, auch wie eben Sachen verlegt sind, wie hier diese interne Kabelführung, wunderschön zu sehen. Und was ich auch mit als wichtigstes Merkmal finde, ist eben der spezielle Hinterbau, das sogenannte SES-System, wie man es hier verbaut hat. SES ist ein super Begriff, das Sprocket Equalize System. Bedeutet eigentlich auf Deutsch kurz übersetzt einfach nur, wir haben hier ein nach oben gesetztes Zahnradl, dieses Pulli hier oben, was dafür sorgt, dass es in Kombination mit dem hoch angesetzten Schwingdrehpunkt einfach ein Fahrwerk ist, das sauber arbeitet mit dem Kettenzug zusammen und dafür sorgt, wenig Antriebseinflüsse zu haben. Einfach geniale Geschichte. Ansonsten natürlich auf Höhe der Zeit mit 27,5 Zoll Laufrädern, also 650B, hat man heute, wie schon gesagt, 120 mm voll einstellbares Luftfahrwerk. Wir haben vorne auch einen Pop-Lock, also eine Blockierung vom Lenker aus. Die Bedienung oder insgesamt oben das Cockpit ist mit allem ausgestattet, was ich heute brauche. Natürlich die Steuerung, was bei dem Rad auch drauf ist, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Das neue All-in-One-Nyon-System. Das heißt, ich habe bei einem Offroad-Mountainbike auch eben die Möglichkeiten, hier mit die Verbindung mit meinem Smartphone zu haben. Kann alles bequem über die linke Hand steuern. Sicher, komfortabel, geniale Geschichte. Nyon ist was, was man sicherlich noch mal in einem eigenen Video erklären kann, weil es so massiv ist und so viele Möglichkeiten bietet. Aber das haben wir hier eben auch schon integriert. Ja, also wie man schon merkt und sieht, an dem Radl ist alles drauf, was man so haben kann, was State of the Art ist. Was kostet der ganze Spaß? Das Rad liegt so, wie es jetzt hier ist, mit der Ausstattung in Nyon und den XT-Komponenten bei 3.999 Euro. Es gibt von Highbike verschiedene Versionen. Wir beginnen im Fully-Bereich bei 3.599. Aber dieses Modell, was ich wirklich von der Kombination her genial finde, 3.999. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, dreht eine Runde, denn Fahren sagt mehr wie 1000 Worte. Freue mich drauf.